seven, the seven you wish you had met, the day when you see right along. So better remember and never forget the seven magnificent guns. Yes, seven, the seven on which you can count to stand on your own in the world. Whoever I see will never forget the seven magnificent guns. No matter how far away you will be, time will never forget the seven magnificent guns. No matter how far away you will be, sometimes seven guns you may need. Yes, seven, the seven you wish you had met the day when you see you are alone. So better remember and never forget the seven magnificent guns. Home. 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 Gut so, Jungs. Jetzt werden wir den anderen mal zeigen, dass wir mit der Mine besser fertig werden. Für die Mehrarbeit, die ihr für mich leistet, zahle ich jeden von euch einen Dollar extra. Und außerdem lasse ich für jeden noch eine Flasche Whisky springen. Hört sich gut an, was? Senor Sancho Rodriguez, Sie haben mir nicht erwartet. Darf ich fragen, was Sie hier wollen, Senor? Buenos dias, Gorky. Gratuliere. Dass Sie das Rennen gemacht haben, gefällt mir nicht. Sie haben mehr Leute, viel mehr Leute als ich. Na los, ihr Schwachköpfe, worauf wartet ihr noch? An die Arbeit! Das Gesindel selbst zusammenholen, bringt sie alle hierher, aber schnell! Na, was ist? Wird's bald? Da! Will mir die Jungs mal ansehen. So gefällt mir das schon ganz gut. Hombres, ich muss euch sagen, ihr seid die besten Arbeitstiere, die ich kenne. Und das ist genau der Punkt, der mir nicht schmecken will, Jungs. Um mich deutlich auszudrücken, ich wünsche nicht, dass diese Mine arbeitet. Du bist ein Schwein, ein fettes. Das heißt, teuer bezahlen, Gorky. Weil mir die Mine gefällt, bin ich großzügig und lass dich am Leben, Gorky. So, nun reite zu deinem Boss. Er soll endlich den Vertrag unterzeichnen, sonst kann das sehr ungesund für ihn werden. Sag ihm, Sancho Rodriguez ist ein Caballero. Bei mir muss er das Hand und Fuß haben. Sonst kenne ich mich nicht vor Wut. Thank you.
Hey, Boss. Hallo, Boss. Du brauchst doch nicht so zu schreien. Wie du siehst, sitze ich auf einem Stuhl und nicht auf meinen Ohren. Also, was gibt's, Gorki? Sancho war mit seiner Bande da. Er hat unsere Leute umgelegt, einen nach dem anderen. Warum gehen wir nicht fort von hier, Boss? Verkaufen Sie doch die verdammte Mine und wir sind mit allem fertig. So kommen wir doch nicht weiter. Was kritzeln Sie denn da andauernd? Ich schreibe. Ja, das sehe ich, aber was? Wollen Sie mir ein Gedicht schreiben? Nein, eine Beschwerde. Sancho will das ganze Geschäft an sich reißen und das lasse ich nicht zu. Bald wird keiner mehr für uns arbeiten wollen, das sehe ich schon. Was wollen Sie denn machen? Schließlich habe ich einen gesetzlichen Anspruch auf die Mine. Nein, nein, das wäre ja noch schöner. Gesetzlichen Anspruch, dass ich nicht lache. Die Herren vom Gesetz haben unser Misstrauen verbraucht. Unser Vertrauen missbraucht. Ich bin schon ganz durcheinander. Sancho versteht eine andere Sprache. Stehen da drüben. Halt, wer ist da? Hey, was machst du denn da? Das siehst du doch. Ich steige mein Pferd. Willst du einen Schluck? Übrigens, Gorki, vielen Dank, dass du uns rausgeholt hast. Wurde auch Zeit. Die Verpflegung war in letzter Zeit saumäßig. Ein Knast ist ja auch kein Luxushotel. Das solltest du allmählich wissen. Du warst doch oft genug drin. Das ist nicht schön von dir. Erinnere mich doch nicht immer an diese kleinen Schönheitsfehler. Das kommt doch schließlich in den besten Familien vor. Aber was anderes, wie steht's eigentlich mit Geld? Für das, was du vorhast, musst du doch eine Menge Bares haben, sonst kriegst du deine Leute nicht zusammen. Und umsonst wird sicher keiner von den Kameraden was machen. Diese Karten hier, mein lieber Gorki, sind ein Vermögen wert. Und ich werde damit einen Haufen Geld für dich machen. Das ist schließlich meine Spezialität. Mich interessieren weder deine Karten noch das Geld. Ich brauche deine Hilfe, um das Ding mit der Mine wieder auszubügeln. Wenn alles klappt, kannst du da einen Job haben. Ich in der Mine? Um mich brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Ich muss wieder zu meinem Stamm zurück. Sie brauchen mich. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Ich brauche dich nötiger. Gorki, wenn du wirklich meine Hilfe brauchst, werde ich sie dir nicht verweigern. Du bist mein Bruder, das hast du mir oft genug bewiesen. Grauer Adler wird dir dafür dankbar sein. Du hast oft meinem Stamm geholfen, also helfe ich dir. Sonst muss ich gehen. Also,
die Leute von Isabel weigern sich, ihre Steuern an mich zu zahlen, ne? Ja, leider, Exzellenz. Ich würde vorschlagen, etwas Gift in die Wasserbrunnen, dann haben Sie eine klare Vorstellung, was los ist. Muy bien, Pepe, aber das mit dem Gift in den Brunnen ist nicht gut. Man sieht die Leute dann so selten. Denen werde ich auch so die Flügel stutzen. Gut, Exzellenz. Buenos dias, Exzellenz. Danke sehr. Zwei niedliche Schrauben seid ihr. Ihr könnt gleich hierbleiben und meine verträumten Füßchen ein bisschen pflegen. Die Schuhe sind mir zu eng. Du nimm meinen Hut. Darf ich, Exzellenz? Ich lege ihn hier hin, Exzellenz. Jetzt werde ich euch mal erzählen, was ich mit Benson mache. Dem drehe ich die Luft ab. Der will meine Mine haben, mein Gold. Wisst ihr denn, was das bedeutet, eine Mine? Die ist wertvoller als Pesos oder die Dollar der Gringos. Dieser Reichtum gehört mir. Dem Größten von allen, Sancho Rodriguez. Die Welt ist dumm, dass sie das nicht erkennt. Seid nicht so grob mit den Füßchen. Einen Mann wie mich gibt es nur einmal. Oder bist du Gartenzwerg anderer Meinung? Ganz im Gegenteil, Exzellenz. Wer bist du denn? Ramona, Exzellenz. Ramona? Den Namen habe ich schon mal gehört. Natürlich, wir haben doch geheiratet. Letzte Woche in Bandera, Exzellenz. Ist das nicht herrlich? Ich vergesse nichts. Bei mir ist alles legal. Hä? Einem Mann wie mir unterlaufen keine Fehler, jedenfalls nicht mit dem Gesetz. Denn das Gesetz bin ich. Ordnanz? Ja, bitte, Exzellenz. Wie oft war ich schon verheiratet? Zu oft. Soweit ich mich entsinne, viermal, Exzellenz. Na und? Ein Mann wie ich hat eben Verschleiß. Ich kann euch nicht mehr sehen. So. Macht, dass ihr wegkommt. Alle. Du doch nicht, mein Schätzchen. Du darfst bei mir bleiben. Was willst du, Sheriff? Was schnippelst du Nachtwächter hier herum? Willst du mir etwa den Tag verderben? Slim. Was ist denn so Slim? Ich sagte, dass ich Slim gesehen habe. Unten in der Stadt, in Strenton. Ich habe sofort alle Nachbarn verständigt. Bist du verrückt geworden? Wozu denn? Wofür bezahle ich dich eigentlich? Doch nicht dafür, dass du Nachrichten weitergibst, du Versager. Wer hat dich zum Sheriff gemacht? Doch wohl ich. Ich bin der Größte. Wenn dir das nicht passt, schläg dich Pepe zusammen. Mit Freuden. Pepe, wenn dein Pferd gefrühstückt hat, reitest du sofort nach Strenton. Aber mit Carajo. Wird's bald? Bin schon unterwegs. Vielleicht kannst du mich einen Augenblick entbehren. Ich habe was Dringendes zu erledigen. Ich glaube, wir verteilen uns besser. Jeder mischt für sich. Das ist die einzige Chance, die wir haben. Freunde, steht euch doch nicht die Strümpfe in den Bauch. Versucht euer Glück. Ein einmaliges Spiel. 30 echte Dollar warten auf einem Gewinner. Und ein Tässchen Bier fällt auch noch ab. Aber es ist... Wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Einer von euch geht heute als reicher Mann nach Hause. Und beschlucken könnt ihr euch alle für nass im wahrsten Sinne des Wortes. Also ran, Leute! Freunde, habt ihr denn schon ohne das Dünnbier die Hosen voll? Habt Courage! Fragt nicht erst zu Hause die Frau. Bier wird es sowieso nicht sein. Es geht nur um das Vergnügen und es geht um einen Gewinn. Ich schlucke. Sie nehmen also teil, ja? Bin ich so undeutlich? Absolut nicht. Wer macht noch mit? Für 5 Dollar sind Sie dabei. Ich sagte 5 Dollar. Nicht aber Adler zahlt den Rest. Winnetou ist ein feuchter Staub gegen dich, mein grauer Freund. Bitte sehr. Darf ich jetzt schlucken? Mir hängt die Zunge schon weit unter den Kniekehlen. Hey! Kein schlechtes Tröpfchen. Jetzt bin ich in der Form anzufangen. So, dann darf ich die Herren jetzt wohl zum Bier fassen, bitte. Auf los geht's los! Los! Oh. Oh. Oh.
brauche noch was zum Nachspülen. Ich muss einen Hering verschluckt haben. Leute, Leute. Die Brühe schmeckt erst nach dem 11. Glas. Sie etwas näher, meine Damen und Herren, haben Sie keine Angst, Ihr Glück zu versuchen. Eine einmalige Chance, ein Bündel Geld mit nach Hause zu nehmen für nur ein paar Cent Einsatz. Das Glücksrad dreht sich für Sie, meine Damen und Herren. Was spricht das Glück? Da ist sie, die Zwei. Die Zwei hat gewonnen. Na, Lockenköpfchen, willst du nicht ein Tänzchen? Nein, du bist noch zu grün für mich. Was ist denn mit dem passiert? Ist der gegen eine Lokomotive gelaufen oder was? Nein, er ist aus Versehen dem lebenden Dampfhammer da drüben in die Quere gekommen. Aha. Brett! So, meine Freunde, wer von euch ist gewillt, gegen diesen Mann eine Runde im Ring zu stehen? Was denn? Gibt es keinen, der ein bisschen Mumm in den Knochen hat? Wer traut sich zu, diesen Mann zu schlagen? Na, wer traut sich zu? Wer? Nun ziert euch doch nicht. Wer eine Runde steht, bekommt $10 und 20 für die zweite Runde. Wer sogar die dritte durchstehen sollte, bekommt $50 bar auf die Hand. Brett! Hey, Brett! Endlich ein Mann mit Mut. Treten Sie doch näher, junger Mann. Nein, nicht doch, Leute. Ich kann doch gar nicht boxen. Ich werde doch gebraucht. Ich bin doppelter Großvater. Viel Vergnügen. Sag mal, wach ich oder träume ich? Du, Sergeant? Ich muss sofort mit dir sprechen. Es ist wirklich sehr, sehr wichtig für mich, Brett. Glaube mir. Ja, weißt du, ich kann leider im Moment hier noch nicht weg. Ich kann den Verein nicht gut allein lassen. Die Kampfregeln sind bekannt. Dann los, die erste Runde. Lass den Unfug jetzt. Brett, ich muss dir was erklären. Hör doch mal. Ich bin auf. Brett, du sollst mir zuhören. Hör doch mal. Ich hab dir was zu sagen. Moment. Doch. Hier wird geboxt und nicht gerungen. Hör zu, ich brauche dich. Ich habe eine feine Sache für dich. Sowas, wie wir im Krieg gemacht haben. Ich verpasse dir jetzt ein Ding und du wirst dich langlegen. Augenblick, das ist unfair. Nein, so haben wir nicht gewettet, Frankenstein. Unverschämtheit, was fällt Ihnen ein, den Mann zu schlagen? So war das nicht abgemacht. Quatsch nicht, ich mach die $50 locker, sonst rauche ich dich heute Abend in der Pfeife. Zehn saufende Kühe sind nichts gegen unseren Freund Abel, wenn man dem ein Bier unter die Nase hält. Zu viel versprochen, ganz nette Katzen hier. Ich hätte doch mit der Karte nie gespielt. Ah, grüß dich, Alfred. Hallo, Abel. Die Braut da vorne. Na, und da, auf da. Du bist immer noch das schönste Kind hier. Wie geht's dir? Komm doch mal rüber, ihr Lieben. Na, ist das alles? Schätzchen, wir können doch so viel kaufen, wie wir wollen. Na, dann reichen Sie mal ein Fläschchen rüber, Opa. Unser Kind hier ist durstig. Da wollen wir ja doch eine kleine Freude machen. Hier, vor dem Rest machen Sie sich einen hübschen Tag. Wo trinkst du das? Schätzchen doch mal. Das ist doch schlimm. Seht mal da. Die Gestalten sehen ziemlich finster aus. Findest du nicht auch, Bruder?
Das war's, meine Herren. Guten Abend. Eine Menge Blei haben die Jungs im Bauch. Den Arzt würde ich nur rufen, wenn er Buntmetall sammelt. Darf man mal fragen, wohin unser Ausflug eigentlich geht? Ich meine, die Gegend ist ja ganz hübsch hier, aber so viel frische Luft, das kann ja einen Schock fürs ganze Leben geben. Nun lasst uns aber mal eine Pause machen. Mein Pferd sagt mir gerade, ihm tun die Füße weh. Wenn dein Schoss nicht mehr kann, dann tausch doch beide. Lass dich satteln und trag dein Pferd. Ich finde, das ist ein ideales Plätzchen. Hier kann uns Gorki in aller Ruhe erzählen, was er auf dem Herzen hat. Sag mal, Slim, ich habe gehört, du hast einen Mordswut auf Sancho. Und wie? Dann bist du bei uns goldrichtig. Wir sind auch alle sauer auf Sancho, deshalb haben wir uns hier getroffen. Und ich denke doch, ihr werdet eurem alten Sergeant helfen. Das ist doch klar, Sergeant. Aber verrate uns vorher, welche Art von Hilfe du eigentlich brauchst. Ja. Hier, du bist der Experte. Was hältst du davon? Enorm viel. Das ist Gold. Gold, so ist es. Und diese trächtige Mine will sich ausgerechnet Sancho unter den Nagel reißen. Dieser galaktische Schimpanse will dir Schwierigkeiten machen? Das hat er sogar schon. Dafür muss er zahlen. Ich sag euch, Freunde, da ist was rauszuholen. Diese Mine ist eine Goldgrube, im wahrsten Sinn des Wortes. Reicht das für uns alle? Genug für jeden von uns. Wolltest du was sagen, Brett, oder kaust du nur? Nein, er hat sich in Krümel verklebt. Was frisst du auch immer solch trockenes Zeug? Genau wie mein Boss, aber das ist ein feiner Mann. Er lebt nur nach dem Gesetz und damit glaubt er, Sancho fertig machen zu können. Was ist denn das für ein Scheich? Warum lässt er sich nicht blicken? Weil er für Gewalt nichts übrig hat. Der Junge lebt nur für seine Bücher. Im Grunde ist er in Ordnung, aber er hat keine Ahnung vom wirklichen Leben und von Leuten wie Sancho. Nun wisst ihr, warum ich euch herbestellt habe. Ich will meinem Boss mal zeigen, dass man auf die feine Tour nicht sehr weit kommt. Also los, Freunde, gehen wir ans Werk, reiten wir weiter. Und was ist unser nächstes Ziel? Das wirst du schon merken. Ein Glück, dass wir hier wegkommen. Die frische Luft geht mir auf die Nerven. Was ist denn dem über die Leber gelaufen? Was weiß ich, vielleicht will er sich einen Tee kochen. Hoffentlich hält er seinen Mund, sonst könnte es viel Ärger geben. Hey, Opa, bleib stehen mit deinem Eisengaul. Aber Opa, wo hast du dich denn schon wieder rumgetrieben? Kaum lässt man dich allein, legst du ein paar Leute um. Jetzt sei ein lieber Opa und trink deine Milch. Ich will aber keine Milch, auch wenn sie von glücklichen Kühen ist. Ich will einen fünffachen Whisky. Trink die Milch, sonst hole ich die Oma. Willst du einen Schluck? Du weißt, dass ich nur Whisky trinke. Milch macht dämlich und die Haare fallen einem aus. Trinkt man sie trotzdem, kommt Unheil auf einen zu. Sancho, dieser Affe, beachte ihn nicht. Cola mit rum. Buenos dias, Señorita Cora. Ich bin hier, weil ich der Größte bin. Ich bin Sancho Rodriguez. Ach. Ich bin hier, weil ich der Größte bin. Ach so, das sagte ich ja schon. Ich bin deinetwegen hier, Cora. Weißt du was? Ich verreise morgen, mein Schatz. Hoffentlich fällst du vom Pferd und brichst dir die Gräten. Opa, bell nicht dazwischen, sonst beiß ich dir den Bart ab. Cora, du kommst mit mir, sonst bricht es mir das Herz. Ich bin zwar der Größte, aber auch herzkrank. Also los, pack schon die Koffer. Mit mir können Sie nicht umspringen, wie Sie wollen, Senor. Opa, was ist los? Besitzt sie keinen Koffer oder will sie nicht mit mir verreisen? Dass ich der Größte bin, weißt du. Aber du wirst sehen, ich bin auch der Beste. Ich bin Rasse. Ich bin ein Rennpferd und Rennpferde stolpern nicht. Ich kenne aber Gäule, die sind gegen ihre Reiter so allergisch wie Opa gegen Milch. Und manchmal vergaloppieren sie sich, bevor sie in der letzten Runde sind. Aber nicht, wenn der Mann, der so einen Gaul reitet, einer der Größten ist. Sancho Rodriguez. Würde für so ein Rennen sein letztes geben, Cora. Hä? Also pack die Koffer und schieb Opa nach Haus. Das hier ist Hartmann. Wo ist denn das Empfangskomitee? Diese Zeit arbeitet hier jeder. In der Mine? Wenn sie nichts Besseres haben, ja.
Endlich bist du da. Sind das deine Freunde? Alles fabelhafte Männer. Ich habe sie persönlich ausgesucht. Das freut mich. Tim wird sehr glücklich sein, Sie kennenzulernen. Willkommen. Ganz unsererseits. Sagen Sie mal, Gorki, wer ist denn das? Coralie. Ihr Großvater hatte mal die Kneipe, aber jetzt gehört sie Sancho. Das hat sie wohl damit gemeint, dass Tim glücklich ist, uns zu sehen. Was weiß ich? Vielleicht will er seinem Bernardin eine Freude machen. Verehrung! Bestellung an die Eltern! Wir haben ja einen herrlichen Tag! So, hier wohnt mein Boss. Ja, Luxusvilla scheint das ja nicht gerade zu sein. Hier lebt ein Boss? Der hat aber wirklich keine Hemmung. Das ist die Residenz des Präsidenten. Wenn die Mine genauso aussieht wie die Residenz hier, dann wird da höchstens Sand zu finden sein. So eine zerfallene Hütte könnte ein Präsident vielleicht im Exil bewohnen, nicht mal die Fenster geputzt. Moment mal, Bert. Ich habe die Wahrheit über meinen Boss vielleicht etwas verdreht, aber die Mine existiert und das Gold auch. Dafür verpfände ich mein Wort. Hübsches Haus. Was macht dein Boss da drin? Züchtet er Kaninchen? Was ist denn los, Gorki? Guten Morgen, meine Herren. Ich heiße Sie herzlich bei mir willkommen. Fühlen Sie sich ganz wie zu Hause. Ich heiße Timothy Hollister Benson. Ich bin Rechtsanwalt. Das ist doch nichts Schlimmes. Ich bin sehr erfreut, mein Herr. Wie war das? Meinten Sie mich? Ja, natürlich. Ich heiße schlicht und einfach Brett, genau wie das Ding aus Holz. Endlich sehe ich mal einen Rechtsanwalt von Angesicht zu Angesicht. Ich bin Grauer Adler. Ist aber ein kleiner Bernardiner. Er wurde früher in einer feuchten Kellerwohnung gehalten und war oft erkältet. Aber seit ich ihn habe, erholt er sich zusehends. Sie müssen denken, mich hat ein Pferd getreten. Nehmen Sie doch Platz, Gentlemen. Ich nehme an, Gorki hat Ihnen erzählt, habe. Wissen Sie, verehrtester, Gorki spricht nicht viel. Außerdem, wenn er es tut, ist er doppelzüngig. Wenn das stimmt, Gentlemen, kann ich Ihren Ärger verstehen. Es tut mir leid. Darf ich meinen verehrten Gästen einen Whisky anbieten? Hören Sie, können Sie nicht mal einen Spruch ablassen, den ein Mensch versteht? Wie beliebt? Schon gut, das ist viel zu hoch für Sie. Hey. Verdammt nochmal, was haben Sie mir denn da gegeben? Ist das Rattengift? Was sagen Sie? Aber in dieser Flasche ist ein sehr guter Whisky, mein Herr. Ach, das ist doch kein Whisky, von dem Zeug fallen einem ja die Haare aus. Ich persönlich trinke nicht, ich bin Abstinenzler. Was ist denn das, eine Krankheit? Nein. Unfug! Er trinkt keinen Schnaps, heißt das. Wollen wir doch mal zur Sache kommen. Ich dachte, wir wollten über Geschäfte reden, oder? Mit so einem Bubi kann man doch keine Geschäfte machen. Abstinenzler, meinst du? Augenblick mal, Freunde. Mein Boss, Mr. Benson, hat diese Mine von einem Onkel, der vor einiger Zeit gestorben ist, geerbt. Ich kenne die Mine. Ich habe da gearbeitet. Da ist viel Gold zu holen. Du kannst Geschichten erzählen. Als der Alte starb, war er verschuldet bis über beide Ohren. Er hat alles verspielt und versoffen. Er konnte nicht mal mehr seine Arbeiter bezahlen. Es hätte kaum schlimmer kommen können, gewiss nicht. Er hatte überhaupt nur Gläubiger. Als er starb, hinterließ er mir die Mine, aber ich konnte die Arbeiter auch nicht bezahlen. Ich wandte mich daraufhin an einen Freund meines Onkels, einen Bankier. Ich dachte, er könnte mir vielleicht weiterhelfen. Dieser alberne Gag ist doch nicht dicht. Warte doch, bis du ihn besser kennst. Die besseren Sachen kommen noch, ja? Entschuldigen Sie, Gentlemen, aber das Gesetz besagt, dass die Mine demjenigen gehört, der sie rechtmäßig geerbt hat. Ich darf zitieren. Also, Artikel 32, Paragraph 4 des Gesetzbuches für Grundbesitz gibt hierüber genauestens Auskunft. Es beweist genau, warum mir der Besitz gehört. Das bezieht sich auf den Schutz des ererbten Eigentums, egal in wessen Besitz es vorher war. Hier steht alles drin. Eine ererbte Mine wird gesetzliches Eigentum desjenigen, der eine Gesellschaft nebst einem Unterstützungsfonds einrichtet. Das ist die einzige Auflage. So steht es schwarz auf weiß im Gesetzbuch. Guten Tag, die Herren. Guten Tag, Tim. Cora. Ich freue mich, dass deine Freunde gekommen sind. Ach, Kindchen, das dürfte doch wohl ein Irrtum sein. Wir haben nämlich eben erst die Bekanntschaft dieses... Was ist denn vorgefallen? Nichts. Was soll vorgefallen sein?
Ich hatte nur den Eindruck, dass die Herren, gerade als du einzutreten geruhtest, gehen wollten, nicht wahr? Jetzt hör mal zu, Bubi, dein dämliches Gequatsche höre ich mir nicht länger mit an. Du hast nun hier so viel Bücher, aber du redest einen Stuss, den keiner versteht, nicht mal ich. Lesen macht dämlich. Sancho legt dich um, bevor du es merkst. Wenn der Westen mehr vernünftige Männer wie Timothy hätte, wird's uns allen gut gehen. Die Vernünftchen werden hier nur nicht alt. Los, in Deckung! Die haben sich schnell aus dem Staub gemacht. Komm, gehen wir mal nachsehen. Alle Achtung, wir haben ganz schön aufgeräumt hier. Hör zu. Benson, du Schwachkopf, du hast noch 10 Tage Zeit, um den Vertrag zu unterzeichnen. Wenn du meiner Aufforderung nicht nachkommst, wird der Tag, an dem ich den Vertrag abhole, der unangenehmste in deinem Leben sein. Sancho Rodriguez. Timothy, was hast du vor? Ich will zu Sancho, um mit diesem Unmenschen abzurechnen. Da muss aber auch Pulver rein, das sind keine Erbsen, die quellen. Pass mal auf, mein Junge. Du steckst in einer Scheißsituation. Aber wir werden dir helfen. Du musst noch Verschiedenes dazulernen. Und zwar außerordentlich schnell. Noch eins. Du musst mit dieser Absti-Dingsbums-Sache aufhören. Und dass du nicht mehr so geschwollenes Zeug daherredest. Sonst mach ich dir mal ein bisschen die Kinnladen locker. Du siehst aus, wenn du dich so sehen lässt, da steigen ja die Vögel auf. Jetzt aber Moment doch mal. Genau. Komm mal her, mein Köpfchen. So. Und dieser scheiß Papierkragen, der schlitzt ja nur durch. Komm mal, warum ein Pferd aussieht. Hier, den Hut kriegst du von mir. So, aber schnuckelig. Ja. Ich? Aber diese Sachen passen doch gar nicht. Erstmal musst du eine ganze Menge lernen, mein Freund. Ja. Nun ruh dich nicht aus, das ist kein Gartenstuhl. Du musst ihm die Sporen geben, sonst schlägt er gerade ein. Die Bremse ist links. Kein Schaumgefähr. Ja, hol dich aus, Junge. Ja. Du musst doch auf der Pferd üben. Genau. Vorne ist vorne. Da ist hinten.
Na. Moment. So. Nein, kein Wasser. Jetzt werde ich ihm zeigen. Ja, zeig mal. Ich glaube, jetzt weiß ich, wie es geht. Dann tun wir uns mal was vor. Sperling. Nein, Coyote. Da, Coyote. Flusspferd. Ein Löwe. Das sind deine eigenen Fußabdrücke. Und jetzt, mein Freund, wird es Zeit, dass du lernst, mit der Klinge umzugehen. Hör zu. Um richtig boxen zu können, musst du hellwach sein. Und jetzt werden wir mal feststellen, was mit deinem Reaktionsvermögen los ist. Einer von uns wird dich berühren und du wirst uns sagen, wer es war. Also los! Abel! Grauer Adler! Idiot! Machst du das? Freunde, ich darf doch mal bitten. Das darfst du immer. Das geht zu weit. Das geht zu weit. Na komm, mein Kleiner, deine Medizin. Nun nimm mal ein Schlückchen. Los. Schlucken. 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 Oh. Na komm, bist du bereit? Dann fangen wir an. Schlag zu. Dagegen? Na sicher doch. Mach schon. Los. Nein, ich sah, du sollst Deckung halten. Das Wichtigste ist, dass du oben geschlossen bleibst. Dann musst du deinen Gegner täuschen, zeig ihm die linke, dreh dich ab, dann bringst du die rechte hinterher. Ist doch alles ganz einfach. Ausweichen, täuschen, das ist alles. Oh, nochmal. Genauso wichtig ist aber, dass du deinen Partner ständig umtänzelst. Er darf gar nicht wissen, wo du bist. Immer schön die Deckung oben, hier blockieren, da schlagen, tänzeln, schicken, schicken. Danke. Aber Brett? Entschuldige. Tut mir leid. Das wollte ich nicht, aber... Technik. Technik. Ja, natürlich, Technik. Mal sehen, ob das funktioniert. Das wäre eine fabelhafte Idee. Technik. Sehen wir mal lieber nach, was er will. Also Leute, die nicht saufen können, sind mir unheimlich. Der Junge ist nicht dick unterm Hut. Vielleicht überrascht er uns noch. Ja, aber wie?
Hey, da kommt ja unser Schmuckstück. Freunde, jetzt weiß ich, warum ich immer daneben getroffen habe. Gorki, stell mal ein paar Flaschen auf. Ja, stehen schon da. Gut. Na, was sagst du dazu? Was macht er denn jetzt? Er wird sich noch selbst übertreffen. Hey! Was sagt ihr dazu? Wie gefällt euch das? Darf ich meinen Glückwunsch aussprechen? War wirklich eine Leistung. Ach, wo, das ist doch nichts. Wirklich nicht. Vorweg muss man die Relation der Gewichtsveränderung einer Patrone begreifen, die durch die parabolischen Kräfte des Armes, das heißt die Winkelstellung des Schussarmes und die tetrageometrische Geschwindigkeit der Flugbahn bestimmt wird. Also er will damit sagen, dass man die Gesetze des Schießens beachten muss. Zum Beispiel auf eine Flasche. Diese Flasche muss so stehen, dass man... Klingt verdammt einleuchtend, was er sagt. Wie? Ja. Bob? Ja? Da ist jemand für dich. Wer denn? Ich kenne ihn nicht. Er wartet draußen, hat einen schwarzen Bart. Tja. Opa, das ist doch nicht die Möglichkeit. Draußen scheint die Sonne und du sitzt hier drin und trinkst Whisky, hä? Heute ist doch der Namenstag von Stuart Rossen. Wer ist denn das? Das ist der Erfinder des Whiskys, mein liebes blondes Engelchen. Du bist jeden Tag blöder. Im ganzen Leben habe ich keinen Bart getragen. Nein, natürlich nicht, Exzellenz. Geh an deine Arbeit. Oh, Pepe, sieh doch mal, wer hier ist. Unsere Cora. Die lieblichste und köstlichste aller Frauen, die es unter der Sonne gibt. Es tut gut, deine niedlichen kleinen Füßchen in dieser freundlichen Stätte von Sancho Rodriguez zu sehen. Darf ich bemerken, meine Kleine, dass du mir mit jedem Tag teurer wirst? Finger weg, Sancho. Ich warte. Worauf denn, mein teures Schätzchen? Dass ich ihr feistes Gesicht nicht mehr sehen muss. So habe ich eine Frau gern, Caramba. Voller Temperament wie eine Wildkatze. Ich kann mir schon vorstellen, was dich stört, mein Schatz. Vermutlich hat irgendein Idiot eine Bemerkung fallen lassen, dass Sancho Rodriguez schon drei Ehefrauen hat. Das ist natürlich nichts weiter als Neid, denn jeder weiß, dass ich auch da der Größte bin. Das darf dich aber nicht stören, sei ein Egoist und denke nur an mich, mein Täubchen. Es wird keinem gelingen, uns je zu trennen. Denn mit Recht sagen die Leute, dass ich der Größte bin. Jetzt auf! Nein, Sie fettes Stück! Sie werden es bereuen, wenn Sie mich zwingen, in Ihr Haus zu kommen. Wahrscheinlich werden Sie gar nicht mehr leben, denn Benson hat ein paar Freunde um sich gesammelt. Benson! Wenn ich morgen Nachmittag den Vertrag nicht habe. Aber was geht dich das an, mein Kleines? Alles in Hartwil gehört Sancho Rodriguez. Warum soll mir nicht die Mine gehören? Wozu bin ich der Größte? Und dieser Benson kann sich so viele Leute suchen, wie er will. Gegen mich ist er ein Dreck. Und wenn ich Dreck sage, dann meine ich auch Dreck, verdammt nochmal. Ist das klar? Hebe! Natürlich, Exzellenz! Vamos! Hoffentlich werden Sie bald umgelegt. Du Kaltleiste! Du lebst nur noch, weil du eine schöne Nichte hast, an der euer Herrscher Gefallen findet. Senor Rodriguez, haben Sie eine Minute Zeit? Senor Rodriguez, du bist wohl betrunken. Für dich noch immer Exzellenz. Ich habe Neuigkeiten aus Trenton, Exzellenz. Na und, soll ich vielleicht raten? Also was gibt's? Eine Überraschung, hoffe ich. Ihre Leute sollten Slim auflauern, aber er hat sie alle umgelegt. Und jetzt wurde er hier... Was ist jetzt? Er wurde hier gesehen. Hier gesehen? Oh, sperr deine Ohren auf, du Sülzkopf, du. Ich denke, du bist hier der Sheriff. Du bist hier der Hüter des Gesetzes von Sancho Rodriguez. Nur dafür bezahle ich dich. Aber deine Nase in Angelegenheiten der Regierung stecken, das kannst du. Du weißt doch wohl, wen du vor dir hast. Also sag, was du dringend brauchst. Egal, was es kostet, du kannst alles bekommen. Aber bring mir diesen Kerl. Ich werde es versuchen. Na also. Aber die Kugel, die Slims Freundin getötet hat, stammt aus diesem Revolver hier. Ach, das war ein Überfall. Ich meine, ein Unfall natürlich. Das weiß doch jeder und der Richter hat das auch festgestellt. Was ich jetzt brauche, ist noch ein Unfall. Sheriff Coleman, du weißt, was ich meine. Bring mir einen toten Slim und ich zahle dir $1,500. Schieß in den Wind. Vamos, Pepe. La 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 la
Lass uns doch mal anstoßen auf deine Gesundheit, mein Junge. Weißt du, mein Sohn, damit kann man jemand verletzen. Willkommen, Slim. Was führt dich denn hierher? Etwas, das erledigt werden muss. Verzeihung, ich dachte, er wäre einer von Sanchos Leuten. Bin ich aber nicht. Ich brauche nur eine Handvoll Schlaf, dann werde ich weiterreiten. Timothy, ich habe eine schlechte Nachricht für dich. Sancho ist auf dem Weg hierher. Na und? Hast du vielleicht Angst? Er kommt mit seiner ganzen Bande. Er wird dich umbringen, das weiß ich. Das bezweifle ich. Er wird dich ermorden. Der fackelt nicht lange. Das ist doch fein. Nur schade um den Aufwand. Den Weg kann er sich sparen. Wir werden ihn heute Nacht unsererseits besuchen. Eine gute Idee. Da kann unser Kleiner doch mal endlich zeigen, was er von uns gelernt hat. Findest du nicht auch, Bert? Verstehe schon. Mit anderen Worten, ich soll eine Prüfung ablegen. Tim, du darfst auf keinen Fall zu Sancho gehen. Das ist zu gefährlich. Für mich ist nichts mehr gefährlich, Cora. Sieh mal her. Ja. Ihr gebt damit an, was ihr ihm alles beigebracht habt, aber er wird getötet werden. Da bin ich gar nicht so sicher. Ah, Püppchen, wie geht's denn so? Spendierst du mir einen? Wenn du einen Drink meinst, immer. Augenblick, du weißt wohl nicht, dass dieses Lokal für Indianer verboten ist. Nun spitz mal die Ohren, das ist kein Indianer, das ist meine Tante Maria. Ach. Das ist meine alte Tante Maria. Ach, das ist natürlich was anderes. Geh nach Hause, deine Frau liegt mit einem im Bett. Oh, danke. Denn wer das ist, der hier so stolz reinmarschiert wie ein Gockel? Oh, hoffentlich haben wir ihm nicht zu viel Whisky eingeflößt. Das braucht er. Er muss doch mal ein Mann werden. Das habe ich ihm gesagt und dann ist er gegangen. Nun, das tun wir jetzt auch. Trink, aber ein bisschen plötzlich. Sofort, Senior Benson. Wie üblich, ja. Merk dir für alle Zukunft. Wenn ich sage einen Drink, dann meine ich einen Whisky, du Schwachkopf. Jetzt bald! Alle Leute sagen, dass du... Was? Dass du in mich verliebt bist. Stimmt das? Entschuldige, ich... Hey, Konrad. Das ist die Freundin von Sancho Rodriguez. Ja,
Ja, endlich kommt ihr Leben in die Bude. Deckung, Deckung, und dann links nach. Ja. Die Beinarbeit nicht vergessen. Und rechts voll hinterher. Ja, jetzt. Das darfst du dir nicht gefallen lassen. Das ist wirklich ein Stückchen wert. Ausruhen, die Beinarbeit nicht vergessen. Rechts nach vorne, links einfach und hinterher. Immer ein Stückchen Medizin. Hau zu. Jetzt lange genug angesehen. Steh auf, du Ratte. Bist du verletzt? Komm, Tim, wir gehen. Etwas machen. Prügelst dich wie ein kleiner Junge. Die Tür ist doch nicht verriegelt. Sagen Sie, Miss Cora, wohin bringen Sie ihn? Nach Hause natürlich. Jetzt muss er erst mal gepflegt werden. Weißt du, Sergeant, die beiden lässt du jetzt besser allein. Das ist ein Wort. Wir gehen zurück und trinken einen. Los, ab! Na schön, komm hier. Dich nicht aus da unten. Komm hoch und nimm uns was zu trinken. Kannst du nicht hören? Nichts gebe ich euch. Ihr werdet mir alles bezahlen, was ihr zerschlagen habt. Das möchte ich aber lieber nicht gehört haben. Dein Chef wird sich schon darum kümmern. Muy bien. Hat's euch Spaß gemacht? In dem Schuppen hier musste sowieso mal gründlich aufgeräumt werden. Hab ich recht, Sheriff? Ich will euch eine Frage stellen und vielleicht auch einen kleinen Vorschlag machen. Na, was denn, Verehrtester? Ihr arbeitet doch für Benson und ich würde zu gern mal wissen, wie viel er euch dafür bezahlt.
Wir sind zufrieden. Wieso? Ich habe eine Menge Geld und ich suche ein paar Jungs, die etwas davon verdienen wollen. Arbeitet doch für mich. Na, ist das ein Angebot? Wie viel? $5,000 für jeden von euch. Ihr wisst doch mit Geld was anzufangen. Seid keine Idioten, greift zu. Begreift ihr nicht, ich will euch kaufen. Das gehört euch, wenn ihr zufasst. Ihr seid genau die richtigen Jungs, die ich brauche. Zäh und intelligent. Der Meinung bin ich auch. Zufällig eine Zigarre da? Natürlich. Bitte sehr. Sie sind größenwahnsinnig oder vom leibhaftigen Teufel besessen. Aber dafür werden Sie bezahlen. Das schwöre ich. Ja, komm, gib her! Danke! Entschuldigen Sie bitte, mein Herr, wo kann ich hier den Eigentümer der Benson-Mine finden? Wenn Sie im Hotel warten wollen, ich werde meinen Boss zu Ihnen bringen. Vielen Dank auch. Was machen wir denn jetzt mit ihm? Am besten, wir lassen ihn erstmal ausschlafen. Das geht auf gar keinen Fall. Der Mann von der Minengesellschaft kommt heute. Da brauchen wir unseren Chef. Was sollen wir machen? Ich finde, es wäre das Vernünftigste, wenn Sie und Ihre Freunde versuchen, den Mann bis morgen hinzuhalten. Bis morgen werde ich ihn ganz bestimmt wieder auf den Beinen haben. Würde es Ihnen was ausmachen, wenn Sie ein paar Stunden allein bleiben? Das ist eine gute Idee, Gorki. So machen wir es. Hey! Was ist denn? Hier ist ein Herr von einer Minengesellschaft abgestiegen. Ja, der Herr wohnt auf Zimmer 3. Hm. Verdammt ruhig da drin. Das gefällt mir nicht. Dieser Mann lebt genauso wenig wie mein Großvater, der vor 30 Jahren starb. Was machen wir jetzt? Am besten nichts. Das ist nur eine kleine Falle, meine lieben Freunde. Keine Bewegung bitte ich mir aus, sonst geht's euch verdammt an den Kragen. Bei ihm kann ich den Anblick nicht ertragen. Bei euch eher. Um ihn ist es ein Jammer. Er ist ermordet worden, Sheriff. Warum haben Sie das getan, Brett? Diese Bleispritze werden Sie ja wohl kaum noch brauchen, nicht wahr? Wichtig ist nur die Patrone, die fehlt. Hier, nimm das. Eine hinterhältige, fette, dreckige Ratte bist du. Wenn du mit mir sprichst, dann redest du mich mit Exzellenz an. Verstehst du? Denn ich bin der Größte hier. Und noch etwas musst du lernen. Respekt. Auch du wirst bescheidener werden, wenn du den Strick fühlst. Sheriff, abführen den Kerl. Ich sorge dafür, dass sie eine schöne Verhandlung bekommen. Denn ich bin der Größte und ich kann es mir leisten. Jeder weiß, ich bin ein Ehrenmann. Denn ich bin Sancho Rodriguez. Und ein Ehrenmann bezahlt seine Schuld. Aber Freunde, ihr macht so betretene Gesichter. Ihr seht aus, als ob ihr den Teufel in Person vor euch hättet. Morgen werde ich eine Fiesta veranstalten und ihr seid alle eingeladen. Ich habe euch ein Fest versprochen. Nun habt ihr es, Muchachos.
Ich habe versprochen, euch dazu einzuladen. Wie ihr seht, halte ich mein Versprechen. Sancho Rodriguez enttäuscht niemanden. Amüsiert euch, Männer. Wir wollen Freude haben. Ihr werdet das Ende nehmen, das ihr verdient. Aber erst will ich sehen, ob es wahr ist, was man über euch sagt. Man sagt, ihr hättet Freude am Leben. Hier werde ich das Köpfchen erfrischen, mein Freund. Und du? Du wirst mir zeigen, wie man kämpft. Man hat mir erzählt, dass du einer der besten Faustkämpfer dieser Gegend sein sollst. Du wirst aber nicht gegen mich antreten, sondern gegen den hier, den König der Boxer. Von dir behauptet man, du wärst das Ass der Kartenspieler. Na gut. Wie viele Könige sind hier drin? Vier, nicht wahr? Also werden wir ein Spielchen machen. Du kannst dir eine x-beliebige Karte wählen. Wenn es ein König ist, hast du gewonnen. Ist es kein König, wird dir die Zunge abgeschnitten, mein Freund. Ich bin ein fairer Partner. Jeder hat seine Chance. Oder bist du anderer Meinung? Sancho Rodriguez ist der Verfechter der Gerechtigkeit. Muchachos, lass den da runter. Was denn, schmeckt das Bier nicht mehr? Trink ruhig, mein Freund. Ich denke, du bist ein großer Säufer. Jetzt hast du das ganze Fass für dich. Prösterchen. Ich habe euch doch versprochen, Freunde, dass es ein großes, prächtiges Fest wird. Ein Familienfest. Jeder einzelne unserer Gäste wird zeigen, was er kann. Ist das nicht eine herrliche Idee? Ruhe jetzt! Pedro! Gut, sehr gut. Bravo, du musst dich bedanken, das ist ein sehr gutes Training. Hau zu, fester, fester. Na, bedank dich schon. Von ihm kannst du was lernen. Was machst du, Pedro? Was wagst du, mir anzubieten? Viel zu lahm ist das. Bravo, mach weiter. Siehst du, das ist der wahre Schäfchen. Die Klasse wirst du nie erreichen, Brett. Aufhören. Klapp jetzt bloß nicht zusammen, mein Freund. So, nimm dir eine Karte. Ich sagte, du sollst eine Karte nehmen. Gratuliere, du hast gewonnen. Entschuldige dich dafür. Exzellenz. Nachricht, Exzellenz. Wir müssen machen, dass wir hier wegkommen. Na gut. Also, Muchachos, wir werden diese Ratten hier lassen und uns aus dem Staube machen. Diese sauberen Herren haben ein krummes Ding mit uns vor. Wir reiten nach Hartville. Ihr werdet mir verzeihen, meine Freunde, dass ich das Fest so schnell abbreche, aber es muss sein. Es wird aber noch abgerechnet. Verlasst euch drauf. Pferde satteln. Wir reiten in die Stadt. Ich bin bei dir. So, Jungs, morgen früh baumelt ihr alle am Galgen. Ihr seid angeklagt, einen alten, armen Mann umgebracht zu haben. Außerdem habt ihr ihm das ganze Geld gestohlen. $6,000. Das Geld gehörte Timothy Benson. Warum sollten wir es dann klauen? Mit Benson rechnen wir auch noch ab. Ich dachte, Pedro hätte euch heute Nacht eine Lektion erteilt, aber das reicht wohl nicht. Ihr könnt euch ja nicht wehren. Tut mir leid, aber mein Bier ist das nicht. Sie wissen, was ich Ihnen gesagt habe, Sheriff. Wenn ich zurückkomme, will ich die ganze Bande hängen sehen. Haben Sie das verstanden? Ich werde alles veranlassen, was Sie befohlen. Wir reiten zu Benson. Schlüssel, aber rasch.
Ich danke dir, Slim. Gehen wir. Raus hier. Timothy. Du solltest noch liegen bleiben, Tim. Ich habe im Kopf ein Gefühl, als ob ich mit einer Spitzhacke bearbeitet worden wäre. Kein Wunder, es war ein ungleicher Kampf. Das mag sein. Aber ich habe auf alle Fälle aus diesem Kampf etwas gelernt. Du hast sehr gut gekämpft. Das ist sehr lieb von dir, Cora. Jedenfalls habe ich getan, was ich konnte. Aber das ist kein Wunder bei solchen Lehrern. Bitte hör mir jetzt einmal in Ruhe zu. Sancho wird nicht eher Ruhe geben, bis er dich erledigt hat. Jetzt werden wir gleich viel Spaß haben, Muchachos. Macht aus dem Gebäude da eine Gartenlaube. Weißt du... Ja, Timothy? Dass ich dich liebe, Cora. Ist dieser Sancho mit seiner Bande. Cora, lauf nach oben und hol mir die Gewehre und alle Munition, die du in meinem Zimmer finden kannst. Aber schnell! Mehr ist nicht da. Das ist alles, was ich finden konnte. Duck dich! Weißt du, an deiner Seite habe ich überhaupt keine Angst vor dem Sterben. Ich bin nur glücklich. Schieß so schnell du kannst. Gestorben wird später. Vorläufig haben wir noch auf der Erde zu tun. Was ist, Peter? Da ist nicht nur einer drin. Diese verdammten Schweine. Wenn das der Fall ist, sage den Männern, sie sollen absetzen. Ja, aber beeil dich! Dynamit und spring das verdammte Nest in die Luft. Reiß ihn fett. Ich komme nicht an, Exzellenz. Ich schieße wie die Wilden. Du Vollidiot, du. Dann nimm diese Karre und benutze sie als Deckung. Mach schon. Ich habe keine Munition mehr, nicht eine Patrone. Was haben die denn mit dem Wagen vor? Ich kann's mir schon denken. Aber das werde ich Ihnen versalzen. Hier.
verdammten... Ich sagte, ihr sollt die Geldbusse erledigen. Wenn ihr zu feige seid, euch ranzuschleichen, dann zündet ihnen das Haus an. Na los, macht schon! Ich will sie brennen sehen, die verdammten Hunde! Kommen, werden Sie im eigenen Fett schmoren. Kommt raus, ihr Halunken! Sie werden dich noch umbringen. Die letzte Kugel hebe ich mir für Sancho auf. Tim, geh nicht ohne mich! Überlässt du mir. Er hat meine Braut auf dem Gewissen. Grüner Bengel! Zu
Es ist uns eine Ehre, Ihnen diesen Stern anzuheften und Sie zum Sheriff dieser Stadt zu ernennen. Einer Stadt, deren Bewohner nie vergessen werden, was sie gegen diesen Sancho und seine Bande getan haben. Aus diesem Grunde wollen wir unserem neuen Sheriff den nötigen Respekt erweisen, und zwar für alle Zeit. Keiner von uns will, dass nochmal Männer wie Sancho Rodriguez unsere Stadt unsicher machen. Sieh mal, wer da ist. Nein, lass ihn gehen. Denn ihm haben wir sehr viel zu verdanken. Wollen Sie nicht die Gelegenheit benutzen, ein paar Worte an die Bürger dieser Stadt zu richten? Ich danke euch für das große Vertrauen, das ihr mir entgegenbringt, und hoffe, es auch zu rechtfertigen. Ich bin sehr stolz, glücklich und froh und... bitte entschuldigt, ich habe etwas zu erledigen, das im Augenblick wichtiger ist. Die Bräutigam. Bravo!